Ernst, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Nach langer Zeit haben wir es endlich mal geschafft, uns zu treffen hier bei der K5 in Berlin zum Thema Handel mit Rock'n'Roll-Merchandise-Produkten. So beschreibe ich immer EMP. Vielleicht kannst du ja mal für die unbedarften Hörer beschreiben, was du eigentlich machst bei EMP und was EMP überhaupt ist. Ich bin bei EMP als CEO beschäftigt, bin dort seit 2013 an Bord. Ja, was ist EMP? EMP ist ein E-Commerce-Unternehmen mit einem breiten Sortiment, das sich in erster Linie an Fans richtet, Fans von Musik, schwerpunktmäßig aus dem Genre Rock und Heavy Metal, zunehmend aber eben auch an Fans aus den Bereichen Entertainment und Pop Culture. Wir sprechen hier eben von den Fans von Serien und großen Blockbustern. Das ist so ein bisschen die Zielgruppe und unser Sortiment besteht in erster Linie aus Textilprodukten, Accessoires, wie wir das nennen, eben auch Musik, Tonträger, die nach wie vor mit am Start sind. Und ja, so lässt sich das in etwa grob beschreiben. Wie viel Umsatz macht EMP in Summe? Wie viele Leute arbeiten da? Die letzte veröffentlichte Umsatzzahl ist aus dem Jahr 2017. Da waren wir bei rund 200 Millionen Euro Jahresumsatz und insgesamt gehen wir langsam auf 700 Beschäftigte zu. In Lingen? In Lingen. Da arbeiten noch alle 700? Nein, nicht alle 700 sind in Lingen, sondern wir haben ja auch ein europäisches Geschäft. Wir sind paneuropäisch tätig mit unserem Business. Genau, bevor wir nochmal konkret auf euer Geschäftsmodell zu sprechen kommen, was ihr eigentlich so verkauft, kannst du mal ein bisschen was zur Historie von EMP erzählen? Euch gibt es ja jetzt schon, ich habe vorhin bei YouTube geguckt, da gab es so ein 30 Jahre Jingles, ja. Seit 1986 oder 88, oder so irgendwie. 1986, richtig. 1986. Genau, genau. Da war das Geschäftsmodell auch schon, T-Shirts verkaufen von Rockbands? Das war die Idee, ganz von Anfang an. Der Gründer von EMP war ein fester Heavy-Metal-Fan und konnte nirgendwo Band-Shirts finden und kam dann auf die Idee, das selbst zu machen und hat das Business vorangetrieben und was eins in der Garage anfing, ist halt eben heute zu dem herangewachsen, was ich eben vorher beschrieben hatte. Grundsätzlich fing EMP in den ersten Jahren schon an mit einem Katalog. Und das ist auch das Medium und der Vertriebsweg, was EMP groß gemacht hat. All die Jahre, wenn man sich heute unterhält und ihr mit Leuten über EMP spricht, dann zitieren viele eben den Katalog oder erinnern sich daran zurück, wie sie gemeinsam Sammelbestellungen über den Katalog abgesetzt haben. Das ist so, wie EMP groß geworden ist und mittlerweile ist aber die Transformation zu einem E-Commerce-Unternehmen gelungen und darüber sind wir sehr glücklich und auch zufrieden. Nach wie vor spielt der Katalog aber eine wichtige Rolle für uns. Also seit 1986. Habt ihr auch mal so einen Titel gewonnen wie Versender des Jahres als klassischer Katalogversender? Ich sehe schon, du hast dich wahnsinnig schlecht vorbereitet auf den Termin. Nein, ist absolut richtig, haben wir gewonnen. Das hieß seinerzeit, das hieß dann aber schon Multi-Channel Award der Versandhandelsbranche. Was früher Versender des Jahres war, ja, das haben wir gewonnen. Ich meine, das war 2016 oder 2015. 2016 sogar noch gab es diesen Award? Ja, 2015 oder 2016. Da werde ich noch ein bisschen nachgucken. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ich weiß gar nicht, wann wir uns mal kennengelernt haben. Das war schon einige Jahre her. Da haben wir auch permanent diese Amazon-Frage diskutiert. Ja. Also wie stabil kann eigentlich in Amazon-Zalando-Zeiten so ein EMP-Geschäftsmodell noch sein, bevor wir mal über die Kunden da reden. Ja. Vielleicht mal ganz kurz zu eurem Sortiment. Ich habe irgendwas über 30.000 Produkte auf eurer Seite gelesen. In der Spitze stimmt das so in etwa, genau. Kann das sein? Und wenn ich heute jetzt auf die Webseite gehe, die meisten hören es ja hier im Podcast, da kann ich das mal vorlesen. Das ist auf der Startseite ein großer Banner, sieht aus wie ein klassischer Online-Shop. Nur heute, nur heute, nur heute. Drei Shirts für 45 Euro von Jack is Back, Spider-Man und weiß nicht genau, das andere kann ich nicht identifizieren. Scheint eine Band zu sein. Und dann gibt es noch so ein Rockkleid für 17 Euro, so eine Art Converse-Schuh für 22 Euro, eine rockige Jacke für 42 Euro, damit man so ein Gefühl bekommt, was hier eigentlich die I Hate You Bomberjacke mit einem Einhorn drauf. Das scheint irgendein Gag zu sein, den ich nicht verstehe, aber das ist so ein bisschen das, was ihr verkauft. Music Inspired Apparel nennen wir das. Also das ist quasi Mode mit einem gewissen Bezug zur Musik. Entweder das ist ein Bandshirt oder es ist eben auch was Rockiges. Ne? Also die Eigenmarken, die wir entwickelt haben und an den Start gebracht haben, die haben eben auch dieses Rockige oder dieses Musikelement tragen das in sich. Ne? Wie viele von diesen 30.000 Produkten oder
in der Spitze, wie viele habt ihr irgendwie exklusiv oder stellt ihr selber her und was ist davon der Rest des Handelsware? Also die genauen Quoten kann und will ich jetzt hier so nicht öffentlich machen. Fakt ist aber, dass wir natürlich, wie viele Händler eben bemüht sind, einen hohen Anteil an exklusivem Produkt anzubieten, um sich da eben dem Wettbewerb zu entziehen. Unsere eigene Marke ist sehr erfolgreich am Start. Die ist per heißt se die auch EMP? Wir fahren so ein bisschen eine Dachmarkenstrategie, so ein Endorsement-Brand und haben darunter aber 5 eigene Brands entwickelt, die sich so ein bisschen an die verschiedenen Zielgruppen, an die Zielgruppentypologie wendet, an die verschiedenen Cluster, die wir bei uns eben feststellen können. Das ist ein Sortiment, das vor allem im Cross-Sell sehr gut für uns funktioniert. Wir legen keinen gesteigerten Wert darauf, in den Wettbewerb mit Zalando oder H&M oder Zara zu gehen oder New Yorker oder wie sie alle heißen. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen die Nummer 1 sein und die Prime Destination für eben dieses Music-Inspired Apparel und vor allem aber eben auch für die Lizenzprodukte und das Merchandising. Das heißt, sobald Game of Thrones oder neue Harry Potter oder ein Star Wars oder die vielen Serien, sobald die rauskommen, wollen wir präsent sein, wollen wir mit unserem Produkt da sein, wollen da eine gewisse Uniqueness haben, also wollen uns da differenzieren, wollen eigenentwickelte Produkte auch am Start haben, um da. Ihr kauft dann von Game of Thrones eine Fashion-Lizenz für Dach zum Beispiel oder für Europa und sagt, dafür macht ihr jetzt irgendwie Schuhe oder Jacken oder Hosen, die stellt ihr dann her? Also jetzt im konkreten Fall für Game of Thrones ist ein schlechtes Beispiel, weil da ist es eben nicht so, aber wir haben zum Beispiel sogenannte DTR-Lizenzen, das ist Direct-to-Retail-Lizenzen, wo wir selbst eben Produkt entwickeln können, uns das zwar freigeben lassen müssen, aber wo wir dennoch eben die Produkte selber kreieren und produzieren lassen. Die haben wir zum Beispiel für die Lizenzen von Warner Brothers, dem großen Filmstudio, genauso wie für Disney. Und über fast alle Warengruppen können wir da Produkte selber entwickeln. Und das ist unser Kerngeschäft, das ist das, was wir verstehen, das ist das, was unsere Mitarbeiter und Produktmanager gut können. Und das ist auch das, was wir nach vorne heraus sein wollen. Wir wollen die Anlaufstelle sein für das beste Merchandising in Europa und später mit Sicherheit auch in der Welt. Wie sieht denn so ein klassischer EMP-Kunde aus? Kannst du den beschreiben? Gut, also was alle EMP-Kunden gemein haben, ist tatsächlich die Liebe zu den Heroes, die Liebe für eine Band, die Passion, die Leidenschaft für einen Charakter, für einen Titel, für ein Property, wie wir es nennen. Und das zieht sich durch alle, wenn du so willst, demografischen Cluster. Da gibt es auch keine Schwerpunkte, was die Geschlechter anbelangt und auch über alle Altersgruppen hinweg. Also hochgradig diversifiziert. Ist halt eben auch ein Phänomen und dadurch erweitert sich ja unsere Target Group auch bis zuletzt, dass wir es gegenwärtig mit immer stärkeren, qualitativ besseren und vielfältigeren Content zu tun haben. Das heißt, Netflix und Amazon Prime und die großen Studios sorgen auch dafür, dass dieser Content ständig nachkommt. Wir alle wissen, wie stark die Superheroes sind, gerade Themen wie Avengers, was wir zuletzt gesehen haben. Das ist so ein bisschen Wasser auf unsere Mühlen. Und im Musikbereich. Ihr habt ja auch eine Rubrik Bands, ja, Top-Bands, so Rammstein, Metallica, genau. AC/DC, genau. Iron Maiden. Und dann Filme, Serie ist auch eine Rubrik, ja, Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe, ja. Die ganzen Marvel, The Punisher. Aber dann gibt es quasi Leute, die suchen nach, ich gehe mal auf The Punisher, die Kategorie hier auf eurer, ja. Auf eurer Seite, habe ich auch sehr gerne geguckt. Ich glaube, da gibt es ja schon 2 Staffeln mit dem Frank Castle. Mhm. Sehr cooles Ding. Die kaufen sich dann diesen Kapuzenpulli mit dem Punisher-Schädel drauf bei euch. Und wenn man jetzt so ein Produkt mal sieht, habt ihr das relativ exklusiv oder finde ich das jetzt auch bei Amazon oder beim Zalando? Also das konkrete Beispiel, da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie das ist. Mit dem gehe ich von aus, dass dieses Produkt auch woanders zu finden ist. Fakt ist aber eben, wie gesagt, es sind starke Lizenzen, die wir selbst halten und eben auch bei vielen großen Themen unsere eigenen Produkte an den Start bringen. Jetzt hier im konkreten Fall weiß ich es nicht. Wir kaufen natürlich auch Lizenzprodukt, das eben auch für Dritte oder andere Player im Markt zugänglich ist. Auch das gibt es bei uns.
wenn du dir anschaust, dass eure wichtigsten Kundenkanäle sind online, du hast gesagt, die Transformation ist im weitesten Sinne schon abgeschlossen, auch wenn es den Katalog noch gibt. Mhm. Ist dann so klassisch so SEO, SEA, ist das für euch ein zentrales Thema oder kommt ihr tatsächlich dann über wirklich diese Bands, Filme und Serien an die Kunden ran? Oder gibt es den Kunden, der bisher monatlich den EMP-Katalog konsumiert hat und jetzt regelmäßig auf die Webseite kommt, um dann entsprechende Shirts und sowas zu kaufen? Das ist eine gute Frage. Da sind viele Unterfragen, sag ich mal, auch mit drin. Also wie stark sind eigentlich die Directs? Und sind die Directs natürlich durch die Bestandskunden hoch? Ja, und das kann man ganz klar so bejahen. Wir haben natürlich viele Jahre den Katalog gehabt, das hatte ich eingangs ja auch gesagt. Da wurde über viele Jahre eine sehr tribal und loyale Zielgruppe im Grunde genommen entwickelt bei EMP, die uns nach wie vor die Treue hält und die so ein bisschen der Backbone sind im Grunde genommen dessen, was passiert. Also das Bestandsbusiness ist für uns sehr, sehr wichtig und das natürlich gerade in den spezifischen Genres, Rock, Metal, in diesen Bereichen, im Musikbereich sehr, sehr stark. Aber ich hatte ja auch gesagt, wir sind expansiv unterwegs, wollen neue Zielgruppen ansprechen und wollen auch eine Sortimentskompetenz aufbauen, genau in dem Bereich Entertainment und Popculture. Und da sprechen wir klar neue Kunden an, die uns bis dato so nicht kennen. Und natürlich spielen wir dann genau eben diese Kanäle, dass wir sagen, über die PLAs oder über SEA müssen diese Produkte zu finden sein, möglichst mit einer hohen Exklusivität dargeboten werden und zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis auch, genau. Also insofern spielen wir diese Kanäle, klar, wir spielen aber auch nach wie vor den Katalog, habe ich gerade eben auch gesagt, und Bestandskundenmarketing ist wichtig, angefangen vom Welcome-Cycle und dann natürlich die verschiedenen Retention-Cycles, die wir natürlich auch immer wieder spielen, wie es vermutlich jeder E-Commerce-Player heute auch schon macht. Wenn ich heute jetzt eine Band wäre, die haben ja alle mittlerweile ihren fetten Instagram-Account oder irgendwelche Kanäle, die es vor 30 Jahren auf keinen Fall gab. Mhm. Und alle diese Kanäle machen sich jetzt ja zu eigen, selber irgendwie transaktional zu werden. Ja, man kann bei Instagram kaufen, zumindest in geringem Umfang in den USA schon. Pinterest lässt sich das jetzt genauso machen. Dauert sicherlich nicht lange, dass auch YouTube so eine Kauffunktion hat. Könnt ihr davon irgendwie profitieren oder beobachtet es eher mit Sorge, weil das Versprechen dieser Plattform ist gegenüber den Influencern, ob es eine Band ist oder ein neuer Influencer, dass sie dann noch näher am Kunden irgendwie dran sind und sofort an der Transaktion beteiligt sind. Merkt ihr, dass da eine neue Art von Wettbewerb aufkommt, genau für solche Produkte, wo so eine Marke dahinter steht, also eine Influencer-Marke wie eine Band, oder seht ihr das noch gar nicht? Sehen wir bisher ehrlich gesagt nicht so stark. Also ich denke eher, dass wir da Profiteur sind, weil die Bands oder der Produzent des Contents im Grunde genommen sein Produkt bewirbt und zwar die Möglichkeit über Social Media im Grunde genommen einen B2C-Approach zu fahren, im gewissen Umfang, aber da noch lange nicht die Reichweite hat, wie es eben eine Plattform wie EMP hat, die über so viele Jahre ja diese Kunden entwickelt hat. Also insofern wird da viel Content gepusht und wir sind auch Profiteur, wenn dort Reichweite erzeugt wird, weil dann im Grunde genommen die Transaktion zum großen Teil schon auch nach wie vor bei uns stattfindet. Und insofern können wir da nicht feststellen, dass wir in irgendeiner Weise kannibalisiert werden durch den B2C-Approach von Bands oder von, weiß nicht, der Hollywood-Studios oder dergleichen mehr. Wie groß schätzt du denn diesen generellen Markt für Merchandise-Produkte ein? Diese 2,5 Millionen, die er 2017 das letzte Mal reported hat, wie viel davon macht der Dachbereich aus? Wir liegen da so bei roundabout der Hälfte der Umsätze, was Dach ausmacht von diesem gesamten Umsatzvolumen. Und insgesamt ist da aber noch deutlich Luft nach oben, wie wir das sehen. Wie gesagt, es kommt immer stärkerer Content. Dieser Content kreiert Fanbases und eine starke Anhängerschaft, die sich stark identifiziert mit dem Content, mit diesen Heroes, wie ich es eben sagte. Und insofern eröffnet sich da immer ein attraktiver Zielmarkt, der stetig wächst und größer wird für uns. Aber hättest du so ein Gefühl, wenn man sagt, so 100 Millionen macht ihr jetzt schon in Deutschland oder vielleicht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn ihr weiter wächst, aber ist das ein Markt, wo man sagen kann, so Merchandise, also Fanartikel, Fashion-Fanartikel rund um Serien und Bands, ist das ein Milliardenmarkt oder ist das eher so eine halbe Milliarde in Deutschland alleine?
Ich würde schon sagen, dass das ein Milliardenmarkt ist. Ja, so groß. Okay. Ja. Und bleiben wir mal bei dem Netflix-Beispiel. Die meisten unserer Kassenzone-Hörer werden wahrscheinlich auch Netflix-User sein. Und bei sowas, nehmen wir das Punisher-Beispiel. Ja. Das ist ja schon ein sehr, sehr nischiges Thema. Habt ihr dann ein Team, was sich dann mit neuen Serien auseinandersetzt und sich über und dann das triffst du da einmal im Monat und sagst so hier, ernst, wir sollten was mit The Punisher machen. Ja, genau. Sowas? Also genau so ist es auch, weil natürlich nicht jede Serie, die jetzt auf den Markt kommt, im Grunde genommen per se dafür geeignet ist, ein riesen Merch-Thema zu werden. Oder selbst wenn sie dafür geeignet ist, ein starkes Merch-Thema zu werden, wir vielleicht trotzdem nicht möchten, dass sie bei uns stattfindet, weil sie einfach nicht zu Bestandsklientel passen würde. Das heißt, wir gucken schon bei den Themen, die wir ins Sortiment aufnehmen, dass sie ein guter Match sind auch für die Kundschaft, die wir bei uns entwickelt haben. Das heißt, es sind in allererster Linie Themen, die so eine gewisse Edginess haben, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern daherkommen. Und es sind natürlich auch die dunklen Dinge, die bei uns ein bisschen besser funktionieren. Also wenn ich von der Disney-Lizenz spreche, dann spreche ich da nicht von irgendwie Mickey Mouse und Donald Duck für Kinder oder dergleichen, sondern dann sind es Alice in Wonderland, da gibt es dann Kleider und die werden aber auch dann getragen von der jungen Dame mit einem gewissen Twist und mit einem Augenzwinkern. Die hat dann grüne Haare und ein Nasenpiercing und hat eben ein Alice in Wonderland-Kleid an. Das ist so ein bisschen auch die Zielgruppe. Und im Disney-Bereich funktioniert zum Beispiel so eine Maleficent, so eine böse Hexe, viel besser als ein Aschenputtel oder dergleichen. So. Für eure Kunden oder generell für den Markt? Für unsere Kunden und die Themen passen natürlich dann auch besser zu EMP, weil ich natürlich schon auch ein bisschen aufpassen muss, was führe ich an Themen bei EMP ein, weil nochmal, wir haben diesen Tribal-Kundenstamm über viele Jahre entwickelt und da muss man eben auch schon aufpassen, dass der da nicht im Grunde genommen mit Themen konfrontiert wird, die er sich so gar nicht vorstellen kann. Und da muss man so ein bisschen auch bei aller Ambition, Wachstum zu erzeugen und neue Zielgruppen anzusprechen, auch so ein bisschen auf den Brand aufpassen. Deswegen edgy, dunkel und natürlich kommen die Produktleute nicht für jedes einzelne Thema zu mir, weil wir natürlich Leute bei uns beschäftigen, die ein unheimlich gutes Gefühl dafür haben, wie kommen die Themen bei der Zielgruppe an und dann werden die richtigen Entscheidungen getroffen, sagen, aus dem Thema machen wir eine Kollektion, und aus dem Thema machen wir Accessories, aus dem einen machen wir Klamotten und ein drittes oder viertes lassen wir komplett sein, weil es einfach nicht zu EMP passt und einfach vielleicht zu hell ist. So, also Breaking Bad, The Walking Dead, Sons of Anarchy, Breaking Bad hab ich all diese Dinge, ne, die passen sich super gut. Gesucht, weil gibt's ja, Breaking Bad gibt es ja, für diejenigen, die es gesehen haben, gibt es ja diese Fast-Food-Marke Los Pollos Hermanos, wo der große Drogendealer drin sitzt. Da wurden ja auch schon einige Drogendelinquenten festgenommen in diesem T-Shirt, die das getragen haben. Die das hoffentlich alle bei EMP gekauft haben. Ich sehe ja gerade, da hieß das Los Pollos Hermanos T-Shirt, dieses gelbe, und die Serie gesehen haben, wenn ich da auf jeden Fall erinnere, das hat ja schon 76 Bewertungen alleine bei euch. Das muss ja wahnsinnig durch das läuft sehr, sehr gut. Ja? Das läuft sehr gut. Das ist ein Thema. Wobei die also wir sehen dann immer, die haben natürlich die Themen haben alle auch einen Lifecycle, also sofern dann keine Serien oder ein Sequel oder ein Folgefilm nachkommt, ne, dann haben die einfach auch einen Peak und einen Zenit mal überschritten und ebben dann langsam ab, aber dann kommen entsprechend wieder neue Themen. Stark sind zum Beispiel auch aus dem Entertainment. Von Tatort habt ihr wahrscheinlich nichts. Tatort haben wir nichts. Ja. Aber nur ein Beispiel zu nennen, Suicide Squad funktioniert bei uns exzellent, Deadpool funktioniert bei uns exzellent. Also was ist Suicide Squad? Ist auch ein Marvel? Suicide Squad ist im Grunde genommen geht in die Richtung Superheroes, sind aber alles Bad Guys. Ne? Und das kommt eben aus dem Batman-Universum, weil da spielt eine Harlequin mit und die Freundin eben vom Joker auch und das sind irgendwie diese Umfälle, die besonders gut funktionieren bei uns. Genau. Ah, okay. Und wenn ihr, ihr seid ja, ihr habt ja vor ein paar Jahren an den PI verkauft, 2015, seid jetzt ja Warner Music Tochter. Und wenn so ein Private Equity darauf schaut, auf so ein Business wie eures,
Was kann man denn dann für Wachstumsoptionen in der Regel präsentieren? Geht es dann wirklich, komm, wir müssen mehr Sortiment machen, oder denkt man in Märkten, wenn man sagt, naja, ihr habt das jetzt quasi stark im Dachraum, vielleicht noch angrenzende Märkte gut gemacht, dann lasst doch jetzt mal nach Russland gehen, da funktionieren schwarze Klamotten vielleicht auch total gut. Also sind das irgendwie so überhaupt noch so Expansionsrichtungen, in die ihr denkt, oder denkt ihr, nee, eigentlich muss man mehr aus dem bestehenden Markt rausholen, weil das Dachbrand EMP dort schon bekannt ist? Beides. Also um es auf den Punkt zu bringen, beides. Also es gibt sowohl in den angestammten Märkten, in denen wir schon aktiv sind, gibt es noch erhebliches Wachstumspotenzial. Und naturgemäß sollte man sich diesen Themen zunächst widmen, bevor man in die Ferne schweift. Aber eben auch die Penetration von neuen Märkten und Geographies macht für uns Sinn. Mhm. Wir haben, also wenn wir auf die Märkte gucken, eine unterschiedliche Gewichtung. Ne? Also nach wie vor der Musikschwerpunkt. So, und das Entertainment-Thema, und wir können zum Beispiel feststellen, dass im UK-Markt zum Beispiel Entertainment wahnsinnig gut angenommen wird. Also alles das, was eben diese Serienumfelder, die ich eben beschrieben hatte, die dort sehr gut, das Merchandising aus diesen Themen funktioniert dort sehr gut, während wir zum Beispiel in den skandinavischen Märkten, zum Beispiel in Finnland, ist also eben schwer Metal- und Rocklastig. Da tun wir uns ein bisschen schwerer, das Entertainment-Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Dafür laufen die Musikthemen ausgesprochen gut. Und ich will auch nicht zu sehr nur über Entertainment und Pop-Culture reden, weil das ist durchaus, sagen wir mal, ein neuer Zweig und ein neuer Sortimentsbereich für uns. Und so attraktiv, wie er ist, wir wollen und werden auch immer zu unseren Wurzeln stehen und werden auch das Musikthema immer wieder hochhalten und zusehen, dass wir da auch da das exklusivste und beste Merchandising gerade aus dem Bereich Rock und Metal im Grunde genommen am Start haben. Ist eure Webseite und wahrscheinlich auch die mobile Variante der Webseite, sind das eure Hauptabsatzkanäle, oder macht ihr die Erfahrung, dass ihr jetzt auch stark auf Plattformen aktiv sein müsst, um dann, keine Ahnung, Amazon, Fashion, Zalando, wenn ihr exklusive Deals habt, um dort weiter zu verkaufen? Dann werdet ihr ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auf jeden Fall kontaktiert worden sein mit den Themen. Wir sind auf den Amazon Marketplace gegangen. Machen das aber, ja, halbherzig ist jetzt nicht das richtige Wort, aber sind da jetzt nicht so, das ist für uns nicht das Hauptthema. Wir spielen das genau in der Größenordnung, wie ich sagte, dass das noch gesund ist. Das ist für uns ein Zusatzbusiness, ohne Frage, aber es ist jetzt kein essentieller Pfeiler, der von so großer Bedeutung wäre, dass er, wenn er einmal wegbrechen würde, er die Zukunft des Unternehmens gefährden würde oder wir dann, weiß ich nicht, auf Overhead sitzen blieben. Mhm. So, also genau das, was man eigentlich nicht sollte, nämlich sich da in ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben, ja. Das machen wir eben nicht. Wohlweislich, dass es ja einigen Unternehmen schon so gegangen ist, dass man sich da in eine gewisse erpressbare Position bringen kann. Ja, also ich würde jetzt, also ja, das stimmt erstmal spieltheoretisch, aber ich würde jetzt mal noch mal vielleicht ein bisschen neutraler betrachten und überlegen, wo sind eigentlich diese Kunden, die ihr erreichen wollt, auf welchen Plattformen erreiche ich die, wie suchen die eigentlich diese Produkte, sozusagen müsst ihr nicht selber auch diesen Instagram-Shop in Anführungsstrichen betreiben, was passiert, wenn jemand auf Zalando, Los Pollos, Hermanos sucht oder Breaking Bad, ihr habt diese Produkte exklusiv, dann findet er es vielleicht bei Zalando nicht, dann sucht er vielleicht irgendwas anderes, also so in der Denke, die Kunden sind nun mal stärker auf diesen Plattformen, auch das wenn die EMP natürlich im Kern eine sehr starke Gruppe haben, eine sehr starke Zielgruppe haben mag, aber wenn es eure Fähigkeit ist, dieses Sortiment zu kuratieren, zu erkennen, was sind irgendwie Trends, das sind Dinge, die jetzt einen Zalando, Otto und Co. nicht vorhalten kann, so eine Scouting- und Product-Abteilung, wird ja erstmal liegt ja erstmal nicht komplett fern, sich dort als Marktplatzpartner zu registrieren und darüber zu verkaufen. Unbedingt. Also das sollte man absolut auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, wir tun das auch in gewissem Umfang, den wir noch als für gesund erachten. Ich würde aber eben sagen, da es sich bei uns um ein Lifestyle-Produkt handelt. Ne? Das ist also, wir sagen immer, das ist von Fans für Fans. Und das muss auch in einer entsprechenden Umgebung dargeboten werden. Das muss wahnsinnig authentisch an die Kundinnen und den Kunden gebracht werden. Und das ist eben genau so ein Produkt, wo die Kunden sagen, da ist mir eben, das will ich nicht in einem beliebigen Umfeld kaufen. Da geht es mir nicht darum, dass ich das irgendwie super schnell bekomme, dass das super, super günstig ist, sondern dass die sagen, also ich muss das von jemandem bekommen, der das nochmal sehr, sehr authentisch spielt, der mit entsprechend Content dazu auch liefern kann, der darüber authentisch sprechen kann, von dem ich das glaubwürdig abnehmen kann, dass er da in dem Thema auch zu Hause ist. Und das kann jetzt irgendwie ein Versender, der zwar viel Reichweite hat, aber einen sehr generalistischen Approach hat,
nicht zwangsläufig so gut in der Art und Weise. So, das ist nicht auf alle Zeiten Safe Haven und das muss man, da muss man immer auch so ein bisschen auf der Hut sein. Und gerade darauf achten, dass man eben, wenn man sagt, das ist der Haupt-USP, dass einem der nicht abhanden kommt. Aber ich denke schon, dass nochmal mit dem tiefen Verständnis für das Produkt, für den Content und für die Zielgruppe, dass wir in der Lage sind, dieses Produkt anders darzustellen und anders zu verkaufen, als nochmal ein großer Marketplace das machen würde. Ohne Frage, auf dem Schirm haben müssen, muss man den Marketplaces. Wenn ihr jetzt so in einer klassischen Führungsroutine zusammensitzt und überlegt, so wie geht es irgendwie weiter 2019, 2020, sind dann solche, habt ihr dann eher so technische Themen, weil ihr sagt, naja, wir wollen eigentlich die App stellen für Metallica, für die nächsten Konzerte, damit sie weltweit dann im EMP-Kosmos unterwegs sind. Da sagt ihr euch, nee, wir brauchen jetzt noch, wir müssen stärker vertikalisieren im Sourcing, wir müssen jetzt selber bestimmte Qualitäten auch liefern können für den Los Pollos Hermanos Hoodie, weil wir jetzt unzufrieden sind mit den Partnern. Oder sagt ihr, nee, wir müssen eher im Bereich Ad-Management noch eine Menge tun, weil die Quoten für SEA, SEO sich verschlechtern und dann bist du beim Erstkauf vielleicht nicht mehr profitabel. Also du bist jetzt schon lange dabei und ich weiß, wir haben das nicht super intensiv diskutiert, aber wir haben schon gesagt, naja, was ist eigentlich die Rolle von so einem EMP.de sozusagen in der Plattformökonomie. Ja. Deswegen war so eine Insicht schon mal ganz spannend zu überlegen, okay, worüber machst du dir eigentlich Gedanken, wenn es um Wachstum oder auch um Bestandsgeschäft geht? Ja, also all das von dir jetzt zuvor genannte sind Themenfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also wir können keines davon ignorieren. Gerade wenn wir uns mal an das Thema Mobile denken, ne? Also in aller Munde die Progressive Web Apps und dergleichen mehr, das sind Dinge, die muss man antizipieren und da muss man sich auch technisch damit auseinandersetzen und im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas an den Start bringen, was eben dazu beiträgt, dass die User Experience besser wird und dass wir dann ultimativ dann eine bessere Conversion auch bekommen, ne? Also das sind alles Dinge, die muss man auf dem Schirm haben. Ich denke auch, dass man sich mit den aktuellen Themen, die sich gerade im Marketing oder im Online-Marketing, dass man sich damit auch beschäftigen muss, die da angesagt sind. Social Media, Conversion aus Social Media raus, wie kann das transaktionaler werden? Wobei man da eben auch sehr vorsichtig rangehen muss, meiner Meinung nach, weil Social Media per se ja jetzt kein typischer Abverkaufskanal ist, sondern ist eigentlich genau das, wo ich sage, damit reiche ich den Brand auf oder damit werte ich den Brand auf und da kann ich eben auch sehr glaubwürdig über die Themen sprechen und das ist das, was wir in erster Linie tun. Also Social Media ist für uns ist ein wichtiges Thema. Also Technologie, ja, wobei ich eben so der Auffassung bin, ich muss es vielleicht nicht das letzte Mühe aus dem Kunden noch rausbringen und die letzte Recommendation auch noch und das letzte Mühe aus der CRM rausquetschen. Ich sag mal, wenn ich eine wirklich gute Sortimentskompetenz bieten kann und eine hohe Uniqueness oder Exklusivität im Sortiment bei mir habe, dann ist das für mich eigentlich fast noch einen Tacken wichtiger. Ich denke da eher in der Produktdimension als in der Technologiedimension. Ich glaube, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber die Frage ist, in welcher Gewichtung findet das statt? Also ich denke, Sortimentskompetenz ist unheimlich wichtig. Du hast ja gerade beschrieben, ihr habt so 700 Leute. Wie teilt sich das auf? Also wie viele Leute arbeiten dann jetzt am Webshop? Wie viele Leute arbeiten im Lager? Wie viele Leute kümmern sich um die T-Shirts von Los Pollos Hermanos, vereinfacht gesagt? Also wir haben mit Sicherheit von der eben zitierten Zahl fast die Hälfte, die in der Logistik auch arbeiten. Wir haben eine Zentrallogistik und verschicken aus Lingen nach ganz Europa, in alle Ländermärkte aus Lingen heraus. Wie groß ist da so ein Lager, mit dem ihr arbeitet? Wir hatten eben hier Heiner Krucke im Podcast von Momox und die haben irgendwie so 70.000 Quadratmeter Lagerfläche für ihre Millionen Bücher und Fashion-Produkte. Braucht ihr auch so viel? Ich glaube, ganz so viel haben wir nicht. Also wir liegen da, glaube ich, bei der Hälfte, aber nagel mich nicht fest. Wir haben eine hohe Automation bei uns in der Logistik. Wir haben vor rund einem Jahr den Autostore bei uns eingeführt, mit dem wir sehr gut skalieren können, der eine hohe Effizienz aufweist und da eben uns nicht nur schneller macht, sondern darüber hinaus eben auch Kosteneinsparungspotenziale birgt. Und insofern genau sind das in etwa 300 Mitarbeiter, die in der Logistik arbeiten. Das Marketing zusammen mit einer Inhouse-Grafikagentur, da kommen wir auf roundabout 110 Mitarbeiter. Gut, und dann haben wir 50 bis 60 Leute, die im Einkauf sitzen.
und der Rest teilt sich dann auf HR, Finance, IT und so weiter. Hast du so ein Gefühl für die Größe des IT-Teams? Das versuchen wir immer in diesem Podcast vergleichbar zu machen, wie viele Leute man eigentlich braucht. Und sozusagen eure Absatzkanäle machen dann über 200 Millionen Euro, damit sich die Leute so eine Vorstellung machen können. Was geht mit so einem alten Magento-Store irgendwie nicht mehr, der so nebenbei läuft, sondern man braucht schon ein paar Leute, die sich um das Thema Suche, Produktdaten, Katalogmanagement kümmern. Wie viele Leute, glaubst du, sind das bei dir? Gut, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen der IT, die bei uns so ein bisschen aufgegliedert ist, in die ITK, die im Grunde genommen die Infrastruktur, sich um die Infrastruktur kümmert, und dann haben wir die ERP-Leute und dann haben wir das Team, das sich schwerpunktmäßig um den Webshop kümmert. Mhm. Und ich glaube, in der Summe kommen wir da auch auf 50 bis 60 Leute. Genau, das ist so in etwa die Hausnummer. Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, das sind schon mal sehr beeindruckende Zahlen. Die muss man den Link auch erstmal finden, diese Anzahl der Leute, die sich dann um diese Themen kümmern. Das ist richtig. Wenn ihr, und das ist auch wahrscheinlich schon mal so naheliegend diskutiert worden sind, wenn ihr so erfolgreich seid, das auf der zentralen Brand EMP zu betreiben, werdet ihr dann auch angesprochen von Marken oder Brands, die sagen, komm, Ernst, betreib mir doch bitte jetzt mal den Fanshop. Ja, ich möchte das alles nicht unter EMP, das ist mir alles zu beliebig. Ich möchte nicht, dass mein Shirt neben Metallica auftaucht, aber ey, ihr könnt das ganz cool. Ihr habt da Kompetenz, ihr habt schon das Lager. Macht doch mal jetzt den acdc.com und betreibt mir den. Dann könnt ihr da auch den Teil der Marge behalten, das ist total fein. Das kommt hin und wieder vor. Wir haben gerade zuletzt vor einigen Monaten den Funko Pop Shop Europe übernommen und eingeführt. Funko Pops sind nicht jedem ein Begriff, das sind Collectible-Sammler-Items, sind kleine Figuren, haben so ein Bubblehead, so einen größeren Kopf, und die gibt es mittlerweile fast von jedem Musik- und Entertainment-Charakter, und es gibt wahnsinnig viele Leute, die Wie sammeln. Wie heißt der Shop? Ich gebe den hier mal ein. Funko Pop Europe Shop, und der wird von EMP betrieben. Europe. Wir haben da so eine co-branded Microsite zusammen mit den an den Start gebracht. Ja. Und das war ja deine Frage, genau, das machen wir hin und wieder, haben aber bis dato keine allzu großen Bestrebungen gezeigt, hier in die Plattformrichtung uns zu entwickeln. Wohlgleich, ich weiß, dass das empfehlenswert ist und dass man das neben vielen Dingen vielleicht auch mal angehen sollte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, vor 5 Jahren hätte wahrscheinlich noch mal gesagt, so in Zeiten von Juke, Stress for Less, und auch andere haben das anders gemacht, so als sich noch Nebenschauplatz Services gesucht. Also, wie kann ich die Infrastruktur besser auslasten? Ja, kann man, glaube ich, darüber nachdenken. Mittlerweile muss man doch schon sagen, sind die Herausforderungen im klassischen Handelsgeschäft so groß, aber die Potenziale halt riesig, dass man sich halt darauf konzentrieren muss. Und immer wenn du halt eine Infrastruktur einführst oder einen Service einführst, der dich zwingt, dass du dich noch mit 100 anderen Leuten abstimmen musst, was jetzt so Product Roadmap zum Beispiel angeht und auf einmal Ressourcen zur Disposition stellt, sollen wir A oder B machen und dich nicht mehr auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst, wird es auf einmal ziemlich haarig. Also mittlerweile wüsste ich es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ihr seid noch in einem Markt aktiv, wo ihr mit vielen Marktteilnehmern arbeitet, die wirklich gar keine Ahnung von E-Commerce haben oder online haben. Das ist erstmal gar nicht so schlecht für das Thema Preis- und Zahlungsbereitschaft für so einen Service. Langfristig könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das EMP schwächt im Kerngeschäft. Das ist halt so ein bisschen die Frage, über welche zeitliche Perspektive reden wir hier, und lohnt es sich jetzt hier wirklich mal so ein 20, 30, 40 Mann-Team aufzubauen, was dann Ben-Shops vereinfacht oder Marvel-Shops betreibt. Also das hat sich stark geändert, diese Sicht. Ist genau die richtige Frage, ist auch eine Sache, mit der ich mich sehr intensiv auseinandersetze, und das sind ähnliche Gedanken, die ich mir mache. Ich würde mal sagen, es ist wert, dass so ein Thema auf die Strategy Roadmap kommt, und dann glaube ich, ist genau die Frage, die man sich stellen muss, sagt, ist es vielleicht schon zu spät dafür, oder wie bewertet man das Wettbewerbsumfeld und genau die Dinge, die du sagst, ist es vielleicht zu fragmentiert und sind es zu viele kleine, um die ich mich da kümmern müsste? Und das macht das in der Masse dann eigentlich wirklich was aus? Oder gehe ich lieber meinen eigenen Weg und sage, im Grunde genommen nehme ich denjenigen, die dann auf die Plattform kommen, sowieso irgendwann mal das Business weg, weil ich ja da sehr ambitioniert auch in Sortimentsausweitung gehe und auch in Marktpenetration gehe und auch im Grunde genommen
die Battle mit dem Wettbewerb nicht scheue, was Pricing anbelangt und Sortiment und dergleichen mehr. Gibt es irgendwelche Dinge, bei denen du jetzt im Nachgang froh bist, dass ihr das irgendwie nicht gemacht habt in den letzten Jahren? Weil ihr guckt ja auf über 30 Jahre Historie zurück. Da gab es bestimmt diverse Richtungen, mal links und rechts abzubiegen. Zum Beispiel, ihr habt immer noch einen Katalog. Das wäre bestimmt auch mal eine Diskussion, einen Katalog einzustellen. Ich weiß nicht, wie viel davon immer noch raussendet pro Gottes Monat. Gottes Willen, ja. Das sind noch ganz erhebliche Zahlen, die wir da verschicken. Und das ist auch gut so. Also der Katalog funktioniert für uns sehr, sehr gut, für bestimmte Zielgruppen. Ich bin auch der Auffassung, da bin ich aber auch nicht der Einzige, der so denkt, dass der Katalog im Grunde genommen auch wieder ein Differenzierungsmerkmal darstellt. Das heißt, ich bin halt nicht nur pure online, sondern ich spiele irgendwie Multichannel im Sinne von, ich habe den Katalog noch am Start und es gibt wirklich Zielgruppen, die mit dem Katalog sehr gut zurechtkommen und sagen, also der Katalog unterstützt für mich das Browsing im Sortiment und gerade wenn du ein großes Sortiment eben auch hast, unterstützt das Browsing und die Inspiration nochmal sogar besser, als man das online je könnte. Mhm. So, und insofern sind es Neukunden, die teilweise noch einen Katalog von uns bekommen und es sind vor allem auch viele Bestandskunden, die sagen, die dann auch so entwickelt und auch gewöhnt wurden an den Katalogen. Das ist ein Gewöhnungseffekt. Und wenn der Katalog plötzlich ausbliebe, dann blieben auch die Käufe von einer bestimmten Kundschaft auf einmal aus. In diesem Band-Segment gibt es dort Kunden, die euch da wegaltern, wo man sagen muss, okay, mit 20 hat man gerne noch mit einem Metallica-Hoodie getragen, mit 40 ist das wahrscheinlich nicht mehr so sozial akzeptiert? Du wirst dich wundern, also das ist eigentlich, du kannst Arzt sein oder Rechtsanwalt oder was auch immer und am Wochenende, wenn du dich auf deine Harley setzt oder wenn du mit Kumpels ein Bier trinken gehst oder zum Fußball gehst, dann hast du immer noch das Bandshirt an. Also die Leute, die diese Art von Musik gehört haben, bleiben ihr treu und identifizieren sich nach wie vor sehr stark eben auch mit den Heroen und den Ikonen eben aus diesem Genre. Und dementsprechend werden diese Bandshirts auch getragen. Wie, wenn ihr jetzt in einen anderen Markt geht, Frankreich, UK, Benelux, wie schafft ihr es dort, eine initiale Markenbekanntheit zu erzielen? Oder macht ihr das auch über klassisch, ihr wartet über SEO ab, bis ihr dort rankt mit dem Shop und dann kommen die Kunden von alleine? Nee, also wir suchen natürlich eben auch die Nähe zur Zielgruppe. Das ist für uns ein ganz wichtiges Element. Das heißt, wir sind nicht nur eine Online-Brand oder auch nicht nur eine Katalog-Brand, sondern für uns ist die Interaktion mit der Zielgruppe super wichtig und die kriegen wir in allererster Linie dadurch, dass wir auf wichtige Events und Veranstaltungen gehen. Also es gibt kaum ein großes Festival in Europa, wo wir nicht präsent wären mit unseren Teams. Um mal ein Beispiel zu nennen, Wacken kennt jeder. Wacken tun wir deutlich mehr als nur eben Adressen sammeln oder Marketing betreiben, sondern wir haben ein Customer Loyalty Programm, ein Kundenbindungsprogramm, das nennt sich Backstage Club und für die Mitglieder Kunden, die Mitglied sind hier im Backstage Club, gibt es die Backstage Club Area auf Wacken, das heißt, da gibt's einen Bereich, der ist extra für uns eingerichtet, wo eben alle Backstage Club Leute mit ihrem Ausweis sich identifizieren am Eingang und da rein können, dort eine tolle Infrastruktur, eine Lounge Area vorfinden, dort kommen Bands hin, im Grunde genommen Signing Sessions zu machen, also das EMP zum Anfassen und EMP zum Erleben uns, für uns wichtig. Aber mit diesem Club bekomme ich nicht sicher die Wackenkarte, die muss mir schon noch im offenen Markt holen. Die musst du dir tatsächlich darüber hinaus noch kaufen, aber in der Backstage Area gibt es saubere Toiletten, gibt ein Freibier, so war das zumindest in den Jahren davor. Und wie gesagt, es gibt die Nähe zu den Künstlern. Ne? Die Backstage Club Area soll Money Can Buy Experience bieten für die Leute. Ein bisschen auch in dieser Szene aktiv? Also bist du auch ein Hardcore-Wackengänger oder so ein Fan oder guckst du das eher von außen fasziniert an? Also ich gehe da hin, ich bin da mit dabei, vom Berufswegen, aber eben auch, weil ich teilweise auch die Leidenschaft teile. Ja. Okay, und wenn wir uns in 5 Jahren hier nochmal wiedersehen ist dann und dann nochmal so ein Update machen, sozusagen, wie geht es denn EMP, was haben wir jetzt, 2019, 2024, 2025, meinst du, das ist immer noch im Wesentlichen ein klassischer Händler, eine E-Commerce-Infrastruktur oder siehst du jetzt am Horizont schon viele Veränderungen so aufziehen, wo du sagst, da könnte sich auch Richtung Service, ihr entwickelt dann die Produkte für die Bands, verkauft sie dann auf Instagram, whatever, entwickeln? Nee, also ich sehe uns schon weiterhin in erster Linie als Händler aktiv.
das schließt nicht aus, dass, dass das ein oder andere Serviceprodukt mit dazukommt. Dass wir ein, das weiß ich aber, das ist, dass wir dann vielleicht ein Spin-off haben, neue Genres ja, im Grunde genommen ansprechen, dass wir geografisch dann weiter und breiter aufgestellt sind. All diese Dinge sind für uns potenziell Optionen, um strategisch weiterzudenken. Sehr cool. Also doch einer der Preisträger des Omnichannel-Versenderpreises. Ich habe das vorhin gefragt, ich hatte gestern bei einer Ansprache im Rahmen des K5, denn da ist so ein bisschen rumgealbert über den Versender des Jahres 2011 und inspirierend gefragt, okay, wird uns das genauso gehen hier 2020? Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wer Versender des Jahres geworden ist beim Versandhandelskongress 2011. Ich fürchte, da muss ich passen. Luis, die Motorradmarke. Ach, Motorrad-Luis. Motorrad-Luis. Ja, ist ja ein super Laden. Also, ja, also ich glaub, haben sie auch gut entwickelt, ne? Wurden ja auch zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal verkauft. Oder? Ich glaube, das hat ja jemand bei der Rede ins Publikum geworfen, dass das eine Warren Buffett-Beteiligung geworden ist. Wenn man sich die aktuellen Zahlen im Bundesanzeiger anguckt, bin ich mir nicht sicher, ob sie noch Versender des Jahres 2020 werden könnten und den Preis wiederholen. Aber es ist ja schön zu hören, dass es auch für ein paar Unternehmen irgendwie klappt. Und bei euch ist ja schon so irgendwie, ihr erneuert ja nicht radikal, ihr bleibt sozusagen immer im Kern bei eurem Geschäft und müsst sicherlich jetzt, ob das jetzt neue Interfaces sind, ob das jetzt eine mobile App ist oder Webshop und Co., da eine Menge Gas geben. Aber du sagst halt, im Wesentlichen müsst ihr eure Kerntätigkeit arbeiten am Produkt, am Sortiment. Die müsst ihr irgendwie gut machen, die Nähe zu den Fans nicht verlieren. Und dann geht es euch eigentlich gut. Und da machst du dir keine Sorgen. Das ist ja gut zu hören. Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können und zusammenfassen können. Also ja, genau so ist das. Das werden wir in 5 Jahren nochmal genau hinterfragen, ob das so ist oder ob die Kassenzonesken Amazon-Thesen bis dahin noch zugeschlagen haben. Aber vielleicht machen wir das Update auch schon früher. Lass also, mal gucken. Vielen Dank. So, wir müssen hier gleich nochmal auf die große Bühne bei der K5 und viel Erfolg beim nächsten Wacken-Festival. Ich hoffe, dir ist die Karte sicher durch die Backstage-Area. Ich glaube, ja. Sollte möglich sein. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke dir.